EA Sports hat zu FIFA 23 Rudi Völler ins Spiel gemacht. Ich glaube, das ist einer der geilsten Karten überhaupt, deswegen ist er auch extinkt. Und diese brandneue Karte heute direkt im Test. Welche neuen Karten oder Heroes soll ich noch testen, schreibt unbedingt in die Kommentare. Und mit dabei ist der Seko, was geht? Was geht ab, Jungs? Ich hoffe, euch geht es super. Ja. Ich habe richtig Lust und ich habe den Gomez am Start. Ja, Rudi Völler ist wie gesagt extinct, Jungs. Den kannst du eigentlich nicht snipen, Jungs. Für diese Karte, lasst einen Daumen nach oben da, Jungs. 1000 Likes fürs SMB ist auf jeden Fall drin. Deswegen ist der Daumen oben. Wird man euch loben, Mann. Kostenloses Abo da lassen, Leute. Nicht vergessen, einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. So ein Bart so, dass ich wollte es probieren, Jungs, für das Video. Ich finde die Karte nämlich so geisteskrank geil, dass wir eigentlich direkt anfangen können, nachdem ich sage, dass Seko der erste Link in der Videobeschreibung ist und ich reinhalte. Let's go. Ich bin richtig gechillt gerade, ne? Wer auch richtig gechillt ist natürlich, ist der Timo Werner. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, die Werte so. Und dann auf der linken Seite, der geht auch momentan richtig gut ja, ab in der französischen Liga. Da haben die gar keine Konkurrenz, und zwar Neymar Junior. Ah, perfekt. Ich war bei Leroy. Was? Neymar? Ja. Perfekt, Digga. Ja. Okay. Sané und Adeyemi. Super, Jungs. Das Ding läuft ja schon wieder wie ein Länderspiel. Ja. Ach, und übrigens, ich habe das Schmiersystem noch nicht verstanden. Ich saß gerade 2 Stunden am Teambau. Ich habe Kopfschmerzen bekommen. Ich musste Studiengänge beleben. Ich habe Abschlussarbeit geschrieben. Ich habe mir Notizen gemacht, wie ich das Ding linken kann und sowas. Das ist völlig geistkrank gewesen. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Pass auf. Ich gehe mal rein, ja? Ja. Rechter Stürmer bei mir wird die OP-Karte vor dem Herrn. Ich hab den mit dem Ingame gespielt. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los, wirklich? Erling Braut Haaland, den muss ich da mal spielen, wenn ich die Auswahl habe. Und links wird's jemand... Digga, absolut vergessen, ich muss mal nachgucken. Da ist er doch. Gakpo in Form. 95 Pace. Nee, 89, aber super. Ja, hab beide. Natürlich nicht. Werner und Neymar habe ich auch so oft geschrieben. Haaland. Wir machen mal direkt hier weiter, Freunde, ja? Ich halte mal rein. Die drei Norman. Oh, war. Ja, perfekt. Von links nach rechts, Jungs. Gehen wir rein mit einem ZM namens Gravenberch. Genau, der steht da auf der linken Seite. Dann einmal auf der rechten Seite wird es jemand namens Sangrave. Der muss aus chemietechnischen Gründen rein. Und dann auf der rechten Seite wird es ganz entspannt Anthony. Ja, ich glaube, der ist auch ganz OP im Game, ne? Deswegen, also Jungs, heute erst fürs erste SPB sind ganz nette Spieler dabei, ja. Also ich habe einen Bayern-Spieler aufgeschrieben und auch einen Menu-Spieler. Goretzka, Van der Beek und Mahrez. Ja, guck mal, da bist du doch. Wichtig und richtig. Und wenn ich jetzt einen habe, Jungs, dann sage ich euch, dass ich ein Gewinnspiel auf Instagram laufen habe, wo ihr 2x FIFA und 24.000 Points gewinnen könnt. Link dazu unten. Let's go. Ich halt rein. Wo ihr beide uns abonnieren müsst. Jo, Gnabry rechts. Dann haben wir den Leimer. Auch eine super Karte. Ne? Und dann habe ich mich entschieden, und zwar einmal für den Renato. Ja, Renato Sanchez. Renate Beate, die Harte, kannst du rausmachen. Musiala noch dazu und Messi, ja. Aber Sanchez, da zwickt es heute in Waden, da macht die Wade zu. Geht nicht. Wir machen weiter mit den Außenverteidigern. Und Jungs, mir jetzt ganz wichtig, wir machen das heute so mit der Chemie. Mindestens 28 Chemiepunkte von 33 müssen wir voll machen. Das heißt, schreibt uns einfach mal in die Kommentare, eventuell sollen wir es mit 28 belassen, sollen wir es mit 30 mindestens machen, mit 31 oder so weiter. Ja. Nämlich Fullcamp ist immer schwierig für SPBs. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, Jungs, und ja, ich halt rein. Okay, und zwar auf der linken Seite gehen wir einmal mit Ismaili und auf der rechten Seite, ja, habe ich den Cancelo am Start. War ich sehr knapp dran, muss ich sagen. Mondes und Mazraoui, der neue. Also, Digga, ich glaube, der wird so ausgesprochen, aber also der neue von Bayern ist es da gewonnen. Perfekt. Wir gehen rein mit meinen beiden Außenverteidigern. Mhm. Und zwar auf der linken Position oder rechten Position, fangen wir mal so an. Wird es nämlich für Haaland noch einen Link geben. Kyle Walker, den ich auch schon irgendwo im Verein habe, aber noch irgendwo am rumliegen ist. Genau. Ja. Und links wird es Hernandez. Ich habe Eze aufgeschrieben und Max. Was denn für eine These? Also These oder so. Eine von den 95 Thesen. These. Ja, genau. Den kannst du, ja. Das ist es. Die letzte Runde. Yo. Also, ich kann es mal rein. Let's go. Guck mal, was du da gemacht hast. Yo, pass auf. Rechter Innenverteidiger. Ich bin nochmal mit einem Man City-Spieler gegangen, aber ich weiß ganz genau, dass du den Ruben Dias aufgeschrieben hast. Deswegen bin ich mit Joe? Bubble. Und dann in der linken Innenverteidigerposition. Jungs, da brauchte ich den aus chemietechnischen Gründen. Und zwar eine Ikona von Guten Reikert. Der kann nämlich auch IVO spielen, meiner Meinung nach. Und hinten im Tor, Jungs, wird es jetzt ganz, ganz bodenlos. Und zwar ein Holländer, den wir hier mal suchen, und zwar Kasper Cillessen. Aber es kommt, glaube ich, alles auf Fullcam, hoffentlich. Also wirklich, Jungs, das Ding hier zu linken ist so schwer, ne? Aber ich glaube, es passt. Kannst alle behalten. Eder Militao, Upamecano und Ortega. Dann habe ich das gar nicht mal so schlecht gebaut, glaube ich. Ja. Ich halt mal rein, deine drei Jungs da. Ja. Okay, und zwar auf der linken Seite. Der Mann ist, keine Ahnung, 83, geboren
Hefe. Oh ja, okay, okay. Ja, Hefe. Super Mann. Dann haben wir eine 75er Karte. Rare. Jago, DJ Alo oder so. DJ Alo. Ja, und, naja. Und DJ, ja genau. Und dann von Bielefeld zu Manchester City. Wie geht das? Ja, Ortega. Wie geht das? Wirklich, der hat einen Vertrag da, also ich weiß es bis heute nicht, wie der den Vertrag da bekommen hat. Auf jeden Fall bin ich mit Varane, Lloris und Saliba in Form gegangen. Also wir können beide mit dem Fullteam spielen, ne? Nein. Ich hab den Renato nicht mehr, leider. Stimmt, wollte ich gerade sagen, Jungs. Das heißt, Snipen gewonnen, Gameplay wird gleich gewonnen, Jungs. Es wird laufen wie geschnitten Brot. Wir laden uns ein, unsere Lieblingsfußballer-Simulation und let's go. Okay, Freunde. Gut Kick in die Runde. Euer Mirza hier und ich habe gerade meine Kopfhörer rausgeworfen. Perfekt. Oh, stark. Na, jetzt sind sie, jetzt klingelt's. Ich höre schon, wer den Eismann. Ja, guck mal, schau mal. Digga, was war das für eine Flanke? Imo, ja, gut, okay, alles klar. Gut, okay. Komm, mach weiter. Schau mal. Schau mal, schau mal, da klingelt's. Ding Dong. Wer ist da? Beim Wingrong. Beim Wingrong. Oh nee, oh nee. Es gibt nur ein Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Es gibt nur ein Rudi Völler. Junge, ey, ist das geil. Guck dir das mal an, dieser Jubel. Und dann das Bild dazu. Es sieht so geil aus, Mann. Ein Rudi Völler. Es gibt nur ein Rudi. Digga, es gibt wirklich nur einen Rudi Völler, Mann. Krass. Das ist doch geil. Das ist so albern. Was ist das für ein Jubel, bitte? Land, Holland. Das ist so unfair. Hey. Ja. Einfach mal. Ja. Ja, kann man machen. Ja, was soll ich denn sagen? Der Wolski. Timo Werner. Oh nein, nein. Rudi Völler, Junge, mit der 90. Dingens, Junge, ey, 120. Ich hab Return, ich hab selten so einen Spieler gespielt, der mir so viel Spaß gemacht hat, ich sag ehrlich, geil. Kennst du den Bug? Bug? Wie, was für ein Bug? Ja, super Bug, ne? Ja! Was? Hä? Nein, oder? Ey, was hat denn gerade mein Keeper da gemacht? Ah, ah. Imo Erna macht da sein 7. Tor her. Sui! Oh, und jetzt habe ich ihn. Wieder des Tages. Den fällt der sogar, da bist du doch. So traurig. Erstes SBB, erster Sieg und wir sind ungeschlagen in diesem FIFA, Jungs. Okay, let's go. Okay, perfekt. Welche Formation hast du? Ich hab die 4-4-2. Okay, alles klar. 4-4-2, Jungs. Das hört sich so ganz komisch an, als wenn er ganz viel umgestellt hätte. Also das heißt, entweder gehe ich mit dem linken Stürmer oder linken LM? Linken LM oder Hüter, Jungs. Ich gehe mit dem Hüter. Ganz entspannt. Linker, Linksmittelfeld war der Leimer und im Tor Gnabry. Ja, okay. Gnabry. Ja, da war ich. Wo stand Nene? Der Nene war linker Innenverteidiger. Linker Innenverteidiger war der. Ja, perfekt. Ja, kloppt den so weg. Am besten Gnabry, Jungs, glaube ich, kostet eh nicht so viel. Von daher, falls euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Abo da, lasst einen Kommentar da. Zack, der ist dann weg. Okay. Perfekt, damit ist alles gesagt, Jungs. Take unten und der erste Link. Wieder schon reingehauen und du hast das letzte Wort. Ja, Jungs, also es hat Spaß gemacht. Lasst ein Like, dann lasst ein Abo da und wir sind dann raus. Ciao, ciao.